Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten hier bei Witcher 3. Ja, wir befinden uns hier immer noch in dieser Höhle, an der Stelle, wo wir den Golem getötet haben. Und wir suchen immer noch den Weg zur Oberfläche. Das muss ein Ort der Macht sein. Habt ihr das? Das ist schön. Die Irdenzeichenintensität wurde erhöht. Warte mal, hat man den nicht schon gemacht? Hat mir nicht noch einen Fähigkeitspunkt? Ich muss es gerade mal überlegen. Ich drücke gerade wieder das Falsche alles. Es ist so schlimm mit der Option. Charakter. Verbrauchte Punkt. Ja, verfügbare Punkte haben wir keine. Okay, gut. Alles super, hat man verteilt. Das hatten wir verteilt. Warum bleibst du denn da unten? Gute Keira. Müssen wir hier etwa weiter? Kurz Hexensinne einsetzen. Will noch irgendwas finden. Ah, hier haben wir noch eine Truhe. Reines Silber, sehr schön. Nee, da ist noch eine Truhe. Ach hey, gehärtetes Leder. Genius Essenz. Schema, Schatzjäger. Ambison. Eine Bombe. Schatzjäger Gambison. Gambison. Schatzjäger Gambison. Wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Runenstein, Holz, Loren, Wolfsleber. Ach, ich springe schon wieder. Ich drücke schon wieder falsch. Es ist der Wahnsinn. So, Inventar. Wolfsleber, klar. So, haben wir hier gehärtetes Leder. Da können wir echt mal zu einem Schmied dann gehen. Gold, reines Silber kann für eine ordentliche Summe an Händler verkauft oder in Handwerkzutaten zerlegt werden. Letzteres wäre wahrscheinlich interessanter. Und hier haben wir jetzt... Ui. Ui. Rüstung besser. Zerschmetterer besser, Aufschlitzen besser. Resistenz gegen Schaden durch Monster ist schlechter. Verbrennen oder die Elementarresistenz fliegt halt komplett weg. Aber Rüstung plus 8, die sollten wir dann wohl mal nehmen. Und... So, interessant. Interessant. Was haben wir hier noch? Die Jägerhose. Die bringt uns allerdings nichts. Aber hier. Ja, die Kavalleriestiefel. Die bringen ordentlich was. Ja, die sollten wir nehmen. Zack. So. Ja, das sind deine Füße. Mittagserscheinungstrophäe. Gut, da kam mir dann hier auch was zum Verkaufen und so, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber wir können in den Oberkörper was reintun, merke ich gerade. Das sehe ich einen Slot. Jetzt haben wir hier das Chance auf Taumel 2%. 2% Angriffskraft. Können wir jetzt da reinpflanzen. Komm, machen wir auch gleich so. Zack. So. Alchemie wird leider nicht angezeigt, was man da so neu hat. Hybridenöl können wir herstellen. Können wir sonst irgendwas anderes gerade herstellen? Nee. Aber da müssen wir dann, wenn wir hier mal irgendwann wieder an der Oberfläche sind, müssen wir echt Kräuter sammeln. Also wir werden Tränke brauchen. Hallo. Kann ich das nochmal? Jetzt springt es wahrscheinlich auf 30 Minuten zurück, ja. Hirten war ja hier die magische Falle. So, wie können wir einen Moment? Zack. Nee, na komm, raus damit. So, sehen wir doch gleich wieder viel mehr. Die magische Lampe haben wir ja für sie besorgt. Stimmt. Jetzt müssen wir hier lang zurück. Gehen wir. Gehen wir. Hm. Sehr schön. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Ah, da hat sie uns doch das da geschenkt. Och, cool. Schon sind wir draußen. Und es regnet. Na super. Da sind wir wieder an der Oberfläche. Was ist das? Ah. Ein Boot. Jetzt ist Tag. Jetzt wieder ein bisschen dunkler. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder?
Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ich komme vorbei. Sie hat uns sehr geholfen. Wir sollten ihr dann auch mal den Gefallen tun. Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kea. Können wir da jetzt hinterher? Ja! Mist. Blutiger Baron. Erfahrungspunkte 90. Eine Einladung von Kera Metz. So. Da drüben lungert schon wieder ein Gegner rum. Aber jetzt gucken wir erstmal kurz Quest. Also. Blutiger Baron Stufe 6. Wissensstufe 5. Den sollen wir ja besuchen gehen, weil der sich ja, weil Ciri sich ja da aufgehalten hat. Genau, und jetzt gehört es, das gehört zur Nebenquest. Okay, auch Stufe 6. Die Frage ist jetzt, wo ist das? Nee, hier ist die Weltkarte. Wo befinden wir uns denn? Wir befinden uns hier, was haben wir? Ein versteckter Schatz ist da. Ort der Macht. Okay. Hier haben wir Monsternester. Gut, sie ist eine Ahnung oder das. Jetzt würde mich erst noch interessieren, wo müssten wir denn hin, wenn wir jetzt zum Baron wollten? Da, okay. Ist ja eigentlich alles beides beieinander, also. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir uns Richtung Norden begeben. Welches Ziel wir verfolgen, wird man sehen. Aber ich brauche erstmal. Jetzt gehe ich aus der Welt gerade raus, ich Idiot. Ich brauche erstmal eine Stadt. Wo die hier unten. Die haben wir unten gleich zwei. Was ist das denn? Aber hier könnten wir auch. Und dann hier. Und dann darüber. Okay. Ihr werdet jetzt den Weg nach unten suchen. Wir segeln jetzt erstmal darüber. Und zwar in dem Boot. So. Unsere erste Bootfahrt hätte ich jetzt gerne. Jetzt die Frage ist bloß, wie. Da stand doch was. So, hinsetzen. Und los geht's. Na dann. Jawohl, unsere erste Bootfahrt. Ist das schön. Hui. Ich hoffe, wir werden unsere Ruhe haben. Das ist witzig. Geht das irgendwie schneller? Ach, schneller segeln. X halten. Aha, cool. Jetzt wenden. Nee. Wir müssen das ja alles lernen. Dass, wenn es mal in eine brenzlige Situation kommt, dass wir damit klarkommen. Nein, dieser Trank ist auf. Oh, ich will diesen Trank, den wir da haben, nicht da oben haben. Fällt mir gerade mal so auf. Weil nicht, dass wir den aus Versehen mal einsetzen. Das will ich nicht. Da setze ich lieber die Wolfsleber nach oben. So, bewegen wir uns denn jetzt richtig? Jo, da will ich hin. Da drüben sind schon wieder Ertrunkene. 1, 2, 3, 4, 5 Stück sehe ich gerade. Wenn wir uns schlau anstellen, würde ich sagen, packen wir die. 1, 2, 3, ja. Aber stellen wir uns schlau an. Wir brauchen allerdings auch Erfahrungspunkte. Ach komm, wir lassen es mal lieber. Wir lassen es mal lieber. Wir gehen jetzt, obwohl wir eine neue Rüstung haben, die ein bisschen besser ist. Die schaut zwar nicht so geil aus, aber sie wird ihren Zweck erfüllen.
Ah, ist schon geil gemacht. Ist schon geil gemacht. Da. Sehe ich es richtig, dass das jetzt... Wo segeln wir denn lang hier? So, das sieht gut aus. Oh, ist das Ding jetzt verletzt? Ach, nicht, dass es verlassen. Dahin läuft was. Da ist ein, ich sehe einen Amboss. Okay, dann ist es hier bewohnt, das Ganze. Erzdorf, interessant. Ich sehe auch ein Säckle, da können wir dann bestimmt Kaufmann. So, stopp. Halt. So. Steuer loslassen. Unsere erste Bootsfahrt haben wir sicher überstanden. Haben wir einen kleinen Angler da drüben. Ich hoffe, wir haben ihm jetzt nicht die Fische verjagt. Jetzt runter vom Bord. Aber da. So. Waffenschmied hier oben. Ach hey, da wurscht. Wir kommen mal von hier oben. Grüße. Was macht denn er hier? Dass er den Hammer nicht permanent in die Fresse bekommt. Der wärmt sich nur, ist klar, aber trotzdem. So, jetzt möchte ich aber nicht mit dem Bauer reden. Ich will mit dem... Wieso komme ich denn jetzt hier nicht lang? Wollte ich mich veräppeln? Was ist denn jetzt kaputt? Der Typ ist komisch. So, hier, Waffenschmied. Was denn? Auf einmal ist es viel heller. Zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du anzubieten hast. So. Der hat eine Menge solcher Steine. Ah, die kosten aber auch ordentlich. Eine Menge Runensteine. Oh, die kosten ordentlich und wir haben kein Geld. So, was könnte man denn ihm jetzt mal hier verkaufen? Wir sollten natürlich dadurch, dass sowas ja kaputt gehen kann, wir würden zwar 57 Münzen, ne, warte mal, das tragen wir aktuell genau. 27 Münzen würden wir jetzt für die Rüstung bekommen, die wir uns jetzt selber hergestellt haben. Allerdings habe ich Angst, dass die irgendwann, dass unsere jetzige kaputt geht. Wir haben mit der jedenfalls eine in der Hinterhand. Wie es mit eigentlich allen Klamotten ist. So, jetzt ist halt echt die Frage, ob wir uns was herstellen lassen. Was könnte der uns denn herstellen aktuell? Reparieren. 75% ist okay. Das Velena Langschwert haben wir aktuell nicht. Wir sind damit ausgerüstet. Und das Silberschwert, genau. Obwohl, dann können wir echt ein Schwert verkaufen. Dann können wir echt ein Schwert verkaufen. Ach, weil man das Silberschwert wahrscheinlich nicht verkaufen kann, deswegen ist es hier gar nicht aufgelistet. Aktuell tragen wir das hier. Und welches ist denn jetzt hier besser von? Das hier ist besser. Dann können wir das hier, auch wenn es nur 7 Münzen sind, verkaufen wir. So. Jetzt aber nochmal. Nein, jetzt mal gut hier. Verbesserungen entfernen, zerlegen, reparieren, Handwerk. Kann ein Händler verkauft und ein Handwerk... Nee. Stahlwaffe, was bräuchte man denn dafür noch? Aber es würde nicht viel verbessern, also es hätte jetzt keinen Sinn, wenn wir da mal kurz rechts rüber gucken. Silberbarren nach Art von Maribor. Ja, Silbererz. Es kostet halt was, dass wir uns das herstellen lassen. Eisenbarren, Lederstücke können wir uns selber herstellen mittlerweile. Das konnten wir wahrscheinlich schon vorher, aber ich habe es übersehen. Wir machen jetzt erstmal kurz was anderes. Bis dann. Genau, bis dann. Das ist eine sehr gute Antwort, denn wir gehen jetzt erstmal kurz zum Kaufmann rüber. Wo war denn der jetzt? Ich habe das doch vor uns auf der Karte gesehen. Da. Hoffentlich hat er ein bisschen Nahrung bei sich, ey. Da. Hast du Geld? Ja.
Zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Zeig mal her, Junge. Na. Zerschlissene Satteltasche. Ja, so viel Geld haben wir aber nicht, dass wir uns das leisten könnten. Das ist etwas, was wir verkaufen könnten, ja. Das müssen wir halt alles hier selber verwenden. Alchemie-Zutat, alles Handwerk-Zutat. Dann müssen wir uns halt mal eine Übersicht verschaffen. Ich kann mein altes Bärenfell haben. Fell eines weißen Wolfes. Und behalten wir mal eins. Blumen. Kannst du haben. Wofür gibt 25 Pferdehaut? Ach, so viele Münzen hat der gar nicht mehr. 13, zack. Kriegen wir auch erstmal wieder ein bisschen Geld hier rein, ey. Willst du verwesendes Fleisch? Ich muss das nicht mit mir rumtragen. Sag, du hast sonst nichts zu essen im Angebot. Leb wohl. Lass uns mal noch kurz den Bild umgucken. Was steht ihr denn alle hier so? Der sagt nichts. Sehr gesprächig. Bist du ein Hexer? Ja. Woran denkst du? Nicht an dich. Da ist noch so ein Geldsack. Ah. Sei gegrüßt. Der kommt mir bekannt vor. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Oh doch, hier. Ja, Hühnerbein, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, so viel Geld haben wir nicht. Das ist so teuer. Okay. Pilze. Wir brauchen aber Lebensmittel, definitiv. So. Leb wohl. Leb wohl. Inventar. Da haben wir es doch. Zack, zack. So, und jetzt könnten wir, da wir ja jetzt wieder draußen unterwegs sind, habe ich jetzt... Nee, hier bin ich falsch. Sonne und Sterne. Tagsüber regeneriert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Nachts regeneriert Ausdauer während eines Kampfes zusätzlich 1 Punkt pro Sekunde. Das und brauchen jetzt aktuell den schnellen Angriff nicht. So. Und schon erholt sich unsere Vitalität. Das ist gut. Da brauchen wir jetzt nichts zu uns zu nehmen. Ah. Was gibt es denn hier noch? Zwergenschnaps. Entschuldigung. Ja, ich weiß, war mein Fehler. Die sind voll die Plünderer hier eigentlich. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie in den letzten Folgen schon, ob das okay ist oder nicht. Hier geht's rein. Hallo. Die Götter mögen dich sehen. Oh, danke schön. Ah, es wird wenigstens etwas heller. Schon mal anfangen. Was haben wir denn da noch drin? Warte mal. Ah, okay. Verbesserte Waffen, sehr schön. Und wo war jetzt das Anschlag? Ah, ich sehe es. Oh. Der erste Spruch, den ich jetzt an zwei verschiedenen Orten gehört habe. Alle sollen es erfahren. Warnung von den Nilfgaardern. Ganz liegt nicht mehr. Vermisste Ehefrau. Auftrag mit vermissten Soldaten. Mann gesucht. Allmächtige Götter, es reicht. Jede Frau weit und breit hat einen Mann. Nur ich nicht. Wenn du nicht zu alt und nicht zu hässlich bist, ein Feld bestellen kannst, nicht zu viel trinkst und vor allem eine Frau brauchst, dann komm zu Helanda und wir kriegen beide, was wir suchen.
Die Suchmama und hier vermisste Ehefrau. Gute Laune, habt Erbarmen. Ach, gute Laune, gute Leute. Gute Leute, gute Laune, meine Ehefrau ist vermisst. Yay! Gute Leute, habt Erbarmen und hört mein Flehen. Meine Frau Hanna ist verschwunden. Sie ist vor ein paar Tagen in den Wald gegangen und nicht zurückgekehrt. Ich bin ganz außer mir vor Sorge und zahle dem, der sie mir zurückbringt oder mir wenigstens sagt, wo ich sie suchen muss, jeden Preis. So, die zwei Sachen nehmen wir mit. Mach doch. Wildes Herz. Sprich mit dem Jäger namens Njellen. Wo denn? Wo denn? Da hinten. Mensch. So, wenn wir da hingehen, dann beginnen wir ja hier die Baronensache, was ich ja nicht möchte. Wir reiten jetzt erstmal nach Mittelhain, gucken mal, was da noch möglich ist. Alchemiestaden. Ja, da reiten wir jetzt erstmal hin. Wegpunkt platzieren. So. Plötze. I need you. Na du, wie geht's dir? Ich weiß, ich war lange unter der Erde. Lauf, Plötze. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Wie komme ich jetzt? Na, mach doch, ich nicht. So. Entschuldigung. Komm schon, Plötze. So. Hier geht's lang. Hier sind wir auf dem Weg nach Britannia City. Dort, meine Freunde, ist das Ziel. Entschuldigung. Ich wollte doch Kräuter. Vielleicht sollten wir dann doch zu Fuß gehen? Ich höre Wölfe, das ist nicht gut. Komm, wir gehen spazieren. Ah, da ist der Händler. Da drüben sehe ich einen roten Punkt. Da sehe ich ein Kräut. Ein Kräut. Oh, guck mal, ein Kräut. Printtraube. Aber wir laufen falsch, merke ich gerade. Ich bin jetzt gerade... Komm einfach hier ab durch den Wald. Ich weiß, wir werden es noch bereuen, aber hey. Nein! Hä? Nein! Nein! Verdammt! Ich habe ein Hühnerbein verschwendet. Das passiert mir viel zu häufig. Schellkraut. Schellkraut war gut. War Schellkraut nicht für Schwalbe gut? Ja, wir brauchen Schellkraut. Und ertrunkenen Hirn. Bei Schwalbe ist eigentlich ein richtig gutes Getränk. Oh, weil ich Angst habe, dass wir jetzt das nächste Mal wieder ein Hühnerbein futtern. Die sind sau teuer. Du kannst doch nicht einfach währenddessen einfach mal so ein Hühnerbein knabbern. Was fällt dir denn ein? Bist du blöd oder was? Das geht doch nicht. Wir haben Hühnerbeine, die haben gekostet. Querfeld ein hier. Kraut. Wolfsbann. Was haben wir hier? Printtraube. Was ist das denn? Bastrell-Anwesen. Das ist ein Anwesen. Das ist ein Anwesen. Ich will rein. Lass mich doch rein. Ja. Mach Platz. Ich bin kein Hund. Was soll denn der Scheiß? Nein, mach Platz. So hier, wo kam der denn jetzt her? Was gibt es Neues in der weiten Welt? Ich sehe, dass du ein weit gereist hast. Das sieht doch Schellkraut aus. Also sag mir, soll ich mein Leib einmal die Woche schlagen oder öfter? Hallo? Einen guten Tag. Ja, den muss ich jetzt erstmal schubsen. Schellkraut, das soll ich mein Weib schlagen. Also der hat ja nicht mal gefragt, ob, sondern wie oft. Ist ja blöd. Leute. Schreit nicht so rum. Ich habe jetzt gehofft, dass wir hier ein bisschen mehr Schellkraut finden, aber irgendwie nicht so wirklich. Na, weiter geht's. Drei weitere brauchen wir, glaube ich, noch, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben diese Verbesserung jetzt da, aber wir nutzen sie aktuell noch nicht. Ja, wir treffen ja auch auf keine Gegner. Auch doch Schellkraut. So gebet mir doch Schellkraut. Oh, wenn jetzt hier Ertrunkene wären, wäre das auch geil, weil wir können noch Ertrunkenen Hirn gebrauchen. Hallo? Ertrunkene?
Nicht? Schade. Kurz noch eine Runde schwimmen. So. Boah, diese Sevantpilze, die. Oh, da oben. Die Gegner. Ertrunkene. Nein. Nein. Komm her. Sehe ich nicht. Komm her. Und zack. Und nochmal. Zack. Und zack. So. Nein, er hat keine ertrunkenen Zunge. Okay, interessant. Wir nehmen mal wieder hier Schutzschild. Ich mag das Schutzschild irgendwie. Aber wo ein Ertrunkener ist, das sind doch andere nicht weit, oder? Was haben wir jetzt hier? Molay-File. Okay. Wie weit haben wir es denn jetzt noch bis zum Ziel? Nicht mehr weit. Wir sind gleich im Mittelhain angekommen. Haben wir wenigstens einen Kampf in dieser Folge gehabt. Hase! Ich glaube, die sollten wir auch töten, oder? Können wir... Wo ist er denn? Hase! So. Und wir müssen das doch irgendwie... Also wir müssen ja jetzt nicht nur rohes Fleisch einfach essen. Können wir das vielleicht doch irgendwie braten? So, das haben wir doch. Steck das Schwert ein. So, wenn wir jetzt... Die Erzuckungen. Wenn wir jetzt an dieses Feuer gehen. Ah, ich kann es ausmachen. Hier, yeah, ich mach sie wieder an. Du wolltest dich bestimmt gerade wärmen. Das tut mir jetzt leid. Was willst du? Du hast einen Namen. Das bedeutet was in der Regel. Geht doch rein, wenn euch kalt ist. Ehrlich. So, wo haben wir jetzt den? Kinder, kommt rein! Ein Amulett, Pezua, ein paar Schildkröten, Steine. Den haben wir schon mal getroffen, oder? Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine. Ich glaube, ja, wir überspringen das jetzt einfach mal. So, bringt das, das bringt nur eine Münze, das bringt uns an sich nicht viel. Verwesendes Fleisch brauche ich nicht, irgendwelche Quintkarten brauche ich auch nicht. Rubinring, Silberring, bla bla bla, bla bla blö. Scheuklappen, Satteltasche, Schädel. Nee. Bringt uns nichts, bringt uns nichts. Bis dann. Oh, Entschuldigung. Pass auf, du Traum. Ja. Wir werden doch irgendwo dieses Fleisch irgendwie braten können, oder nicht? Wir können nur Feuer ausmachen. Inventar. Verbrauchen, wegwerfen, ausrüsten. Ne. 5 Sekunden Wirkdauer. Und das hier auch 5 Sekunden Wirkdauer. Ja, dann ist es halt, dann können wir es doch schon so verwenden. Wer muss sein Essen schon braten? Ist doch egal, wir hauen das uns alles roh hinter der Kimme. Naja. Ich würde hier an dieser Stelle diese Folge beenden. War jetzt nicht so viel passiert. Wir sind erstmal aus der Höhle raus, haben unsere erste Bootsfahrt allerdings gemacht. Und wir hatten einen ziemlich üblen Kampf gegen Hasen gehabt. Der Ertrunkene war ja Pillepalle. Aber der Hase, der war schon ziemlich evil. Jo, es regnet die ganze Zeit. Ich hoffe, das ändert sich dann in der nächsten Folge, weil ich möchte endlich mal wieder ein bisschen Sonnenschein. Wir waren die ganze Zeit unter der Höhle. Und jetzt ist hier dunkel, es gewittert, es ist kalt und nass. Ist nicht schön. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei The Witcher.